Jetzt. So, hallo. Ich bin heute vielleicht mal Ariam, der Saurierknochensucher. Aber heute möchte ich mal was über Vögel erzählen. Also, wollen wir vielleicht mal einen Vogel beobachten? Dann kommt doch mal mit und wir suchen mal. Kommt. Aber ich möchte euch was sagen. Vögel sind die, sind Saurier, ne? Das wisst ihr sicher, bestimmt. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass Vögel sehr gut fliegen können. Aber ihr könnt ja schon sehr Raben, Amseln, Adler. Und wisst ihr, wer die Vögel frisst? Ja. Eine Katze. Heute habe ich mal eine Handpuppenkatze mitgebracht, wisst ihr? Guckt mal, die haben grüne Augen manchmal. Manchmal in der Nacht sind ja auch auf Jagd. Wisst ihr auch was? Mäuse. Guck mal, hier sind die Krallen. Und wisst ihr, wollen wir jetzt mal Vögel suchen? Hört ihr das Gequitscher und Quitscher? Wisst ihr? Vielleicht entdecken wir heute mal wirklich einen Vogel. Kommt mal mit. Eigentlich wisst ihr, ja, dass ich heute der Tierentdecker bin, ne? Heute dieses schöne Vögelchen, das so singt und kraut. Guck mal, da oben ist ein Vogelchen, da im Himmel. War ein. Da. Da ist auch einer. So, eben da oben ist ein. Hm? Es gibt ja Raben, ne? Komm, das war eine schwarze Amsel. Wisst ihr, ich habe sogar einen Freund, eine Amsel, eine schwarze, mit gelben Augen und gelben Schnabel. Hört ihr da mal das Gezwitscher? Also. Was ist das für ein Haus? Also, das war nach. Das ist ein Vogelhaus, wisst ihr? Und Vögel legen Eier. So, ja. Und die Vögel. Was wollte ich noch mal sagen? Ach ja, ich wollte sagen, dass Vögel auch Nester bauen. Und es gibt auch sehr bestimmte Vögel, wisst ihr? Zum Beispiel die Adler. Die sind sehr coole. Aber wisst ihr? Hier, die Welt ist voller Vögelfliegende, ne? Also in Amerika, überall auf der Welt leben Vögel. Wisst ihr? Sogar die Geier. Wisst ihr? Und die Aasfresser. Ich würde mal gern wissen. Also, das war heute die Redung mal von Vögeln. Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Krokodil-Redung. Tschüss! Ich war hier, Ariam, tschüss.